Und was sagt Shane? Oh. Ich schenk ihm noch einmal einen Kuchen. Ich finde, wenn man Kuchen ablehnt, ist man ein schlechter Mensch. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zur Bauernhof-Challenge. What? Das hier ist Teil 3 und wir versuchen heute das zweite Ziel des Bestrebens, Landschaftspflegerin zu erfüllen. Es fehlt nur noch eine Interaktion, nämlich ein Wildhasenhaus oder ein Schwarm Wildvögel auf deinem Heimatgrundstück zu platzieren. Dann sind wir damit durch und ich bin schon gespannt, was uns danach erwartet. Wir haben letztes Mal super, super viele Fortschritte gemacht. Wir haben jetzt ein Haus mit einer abgetrennten Dusche und einer Toilette. Ihr müsst den Staub bitte ignorieren, das sieht nicht schön aus. Wir haben bald Geld für einen Staubsauger. Ansonsten natürlich Eddie. Wir sind sehr gut befreundet schon mit Eddie. Und wir haben jetzt noch kein Geld für eine weitere Kuh und einen Huhn, aber kriegen wir auch hin. Unsere Pflanzen wachsen auch sehr schön. Ich gucke gerade, ob ich hier noch was machen muss, aber es sieht ganz gut aus. Wachsen ermutigen können wir auch mal machen. Und dann würde ich sagen, starten wir schon mal. Und gucken, was diese Folge bringt. Wir haben ja noch genug Geld, heißt, wir können auch noch ein Beet kaufen. Dann pflanzen wir da mal Kürbisse hin. Dann können wir noch einen Obstsalat essen. Sehr ausgewogene Mahlzeiten diese ist, muss ich schon sagen. Immer ein Obstsalat. Ja, geh mal ins Bettchen. So, danach kannst du Eddie putzen, füttern, scheren. Ich finde die Animation so süß. Wie sich Eddie freut. Können mal alle gießen. Und jäten. Ja, können wir auch Sachen verkaufen. Sehr gut. I like the sound. Dann müssen wir mal mit den Vögelchen sprechen. Und uns mit denen anfreunden. Und sie haben sogar ein Geschenk für mich, habe ich gesehen. Katzenfisch? Och, nett. Alessia hat sich mit dem Schwarm angefreundet und kann jetzt ein Haus für einen Schwarm Wildvögel kaufen. Oh, dann haben wir es gleich geschafft. Geil. Yay. Mal gucken, wo es ist. Oh no, es kostet 400. Okay, wir haben es dann aber gleich geschafft. 630. Ja. Okay, wir haben es geschafft. Können wir das gleich hier platzieren an unseren Beeten? Wie so eine Vogelscheuche quasi. Könnten wir auch noch mal nehmen. Aber jetzt haben wir sowieso nicht das Geld. Meilensteine reicht. Sehr schön. Was müssen wir jetzt machen? 3 Geschenke an Füchse, Hasen oder Vögel geben, 5-mal Tierleckerchen zubereiten, eine Riesenfeldfrucht perfekter Qualität ernten und 5 Objekte in Bramblewood sammeln. Okay, das hört sich sehr machbar an. Wir können ja hier erstmal ein Geschenk geben. An die Vögel, weil das sind ja andere Vögel. Und mir fällt ein, dass ich natürlich auch mal das Singen lernen muss. Ich glaube, ich muss gut singen, damit sie das mögen. Deswegen probieren wir gleich mal das Singen. Ich schätze, das hat damit was zu tun. Level 1 hat sie jetzt erreicht. Ja, die da steht. Komm hier, ein Tierleckerchen. Oh, würziges. Rote Wolle. Gerne. Bin gespannt, wie die rote Wolle aussehen wird. Oh mein Gott, Eddie! Oh mein Gott! Wie süß ist das denn? Ah, oh, sehr schön. Sing mal weiter. Irgendwann mögen uns die Vögel auch. So verdienen wir zwar kein Geld, aber wir stellen uns gut mit den Vögelchen. Du bist doch nicht drin eingesperrt. Du bist drauf, meine Liebe. Okay. Sie übt ein bisschen das Singen und jetzt gehen wir einfach schon mal zum Teich und sammeln ein bisschen Wasser und angeln dann ein bisschen. Zukunftswürfel. Das bringt Geld. 325. Sehr gut. Dann haben wir ja fast
haben wir gut Geld gescheffelt, weil dann können wir auch eine Kuh und Hühner kaufen. Machen wir morgen, weil sie ist sehr, sehr müde. Aber dann können wir auch damit schon mal weiter Geld verdienen. Finde ich sehr, sehr gut. Level 7 hat sie schon erreicht. Sehr gut. Sie kann den begehrten Blauflossen-Thunfisch fangen. Nicht schlecht, meine liebe Alessia. Ich glaube, ich kaufe jetzt schon meine Kuh. Okay, der Sound kam schon mal. Ah, die Kuh ist da. Gott sei Dank, bitte. Geh. Was ist jetzt eigentlich wieder auf dem Markt? Oh, es ist nur ein Gartenmarkt. Okay. Wo normale Früchte verkauft werden. 6 Flaschen Milch, danke dir. Dann kannst du ja mal schlafen und die Milch verkaufen wir schon mal. 104, immerhin. Oh, Eddie, du bist so rot, nicht du. Du bist nicht rot, mein kleiner Schatz. Aber das Lama ist so, das Lama. Oh. 2 rote Lama-Wolle und 6 weiße, sehr gut. Ich meine, wir haben ja noch genug Geld, heißt... Oh, guck mal, 60 gleich. Und das Normal ist 45. Sehr gut. Oh, aber jetzt hat es gar nichts mehr. Würde ich sagen, du bekommst jetzt ein fischiges Protein, ein Leckerchen, und die Kuh bekommt ein rotes. Und dann mal gucken, was passiert. Dann müsste ich ja rote Milch bekommen. Oh, guckt. Rote Milch. Witzig. Feuermilch ist das sogar. Verkaufen wir lieber. Die Milch verkaufen wir lieber. Und warten nicht auf den Markt. Das ist mir ein bisschen zu heikel, dass ich das vergesse und dass sie dann verdorben ist und so. Deswegen nein. Gut, dann kaufen wir mal ein paar Hennen und ein Hahn. Und ich muss natürlich auch sagen, ich nehme die Folge gerade am Dienstag auf, wo ich die letzte Folge hochgeladen habe. Dementsprechend, wenn ihr Vorschläge habt für die Namen von Hühnern und der Kuh, werde ich das nächste Folge berücksichtigen. Sorry. So, da kannst du ja ein bisschen spielen mit denen. Ich weiß, dir geht's schlecht, aber mir ist das gerade egal. Tut mir leid. Den Käfer einspringen, bitte. Dann kannst du ihnen hier ein Geschenk geben. Tiere lieben Abwechslung. Oh Mann! Tut mir leid, Rami. Ich habe leider keine Zeit für dich. Sie muss nämlich auch gleich schlafen gehen. Sie ist nämlich ein bisschen fertig mit der Welt. Sammeln wir mal die Eier ein. Nur haben nur normale Eier gesammelt. Keine Bruteier oder so. Okay. Sind ja ein Tag haltbar. Das ist dann egal. Können wir dann verkaufen. Putz mal ein bisschen. Bald haben wir auch genug Geld für alles. Guck mal. Feldfrüchte verkaufen können wir. Dann alles ernten. Bitte. Hier haben wir dann eine Riesenfeldfrucht perfekter Qualität ernten. Haben wir jetzt auch schon geschafft. Sehr gut. Dann könnten wir eigentlich auch nochmal Bramblewood, weil sie ist ja fit genug. Dann 5 Objekte in Bramblewood sammeln. Hört sich doch eigentlich ganz gut an. So, Bramblewood ist hier, heißt... Oh Gott, wie spät ist es denn? Ich mache genau denselben Fehler, glaube ich, wie letztes Mal. Und dann ist es dunkel und ich sehe nichts. Ja, ich habe dir genau denselben Fehler gemacht. Ich bin echt so ein Dödel. Sammel mal hier und Frösche suchen. Vielleicht hilft das ja auch schon. Gestreifter Blottfrosch. Seht das? Nein. Es ist kein Objekt anscheinend. Was ist denn für das Spiel ein Objekt? Vielleicht zählt ja auch schon, wenn wir ein Objekt angeln. Nein. Aber das war ja auch ein Fisch, den wir geangelt haben. Oh, es ist halt so dunkel. Okay, komm mal hier hin. Vielleicht hier einen Frosch sammeln. Ja, hier hat es funktioniert. Also ich kann hier, obwohl jetzt sind die Frösche natürlich weg, aber hier konnte ich einen Frosch sammeln und das hat gezählt. Aber am Pond, also am Teich, konnte ich das nicht machen. Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, es gibt sonst nichts mehr zu ernten. Das wäre ja zu schön gewesen. 2 von 5. Echt schwierig, hier so alles zu erkennen. Vielleicht graben?
Nee, das hat nicht gezählt. Ich meine, wir können auch hier einfach rumchillen und warten, bis dann Tag ist. 2 seconds later. Es ist jetzt ein bisschen heller. Jetzt können wir auch mal was sehen. Sehr gut, 3 von 5. Wir machen gute Fortschritte. Ja, hier ist was. Also gefühlt nicht wirklich klar, was zählt und was nicht zählt dafür, für das Bestreben. Okay. Sie hat jetzt einen Pilz gefunden. 4 von 5. Es ist noch 1. Irgendwo wird es doch noch sein. Okay, ich glaube, wir fahren jetzt erstmal nach Hause, weil sie ist auch hungrig und so. Und wir fahren dann einfach nochmal in den Wald einen Tag später oder so. Vielleicht gibt es dann was Neues. Weil das ist mir zu zufällig, was wir da gerade bekommen. Dann kommst du mal her, kannst auch was essen gleich. Lieblingsobstsalat und dann kümmern wir uns gleich um die Tierchen hier. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, bitte lass meinen Hahn in Ruhe. Yes, mein Hahn hat's. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Hat der Hahn gut gemacht. Ich dachte schon, er wird gefressen vom Fuchs. Boah, das werden ja meine Nerven nicht mehr mitmachen. Oh, guck mal. Das kann man ja alles verkaufen, das, was ich gesammelt habe. Habe ich komplett vergessen. Ich auch, bitte. Danke. Immer ein bisschen Geld. Wir können uns jetzt einen Staubsauger kaufen, ne? Kontakt knüpfen. Ein Geschenk geben. Eine Beere. Achso, habe ich jetzt auch das abgeschlossen. 5-mal Tierleckerchen zubereiten und 5 Objekte. Okay, wir können ja mal das Tierleckerchen probieren. Tierleckerchen zubereiten. Ja, habe ich. Wie viel brauchen wir? 5-mal. Machen wir 8. Oh, ich habe da gedacht, das zählt halt, wenn ich das 8-mal herstelle. Nein, es zählt nicht. Das zählt pro 1-mal. Heißt, ich musste das jedes Mal 1-mal auswählen. Doof. Naja, Leckerchen habe ich dann ein paar zumindest mal, dass die Hühner mich mögen. So, die alle mögen mich dann ein bisschen mehr. Wir stellen einfach nochmal einen Mülleimer hier hin. Und stellen den stinkenden Mülleimer auch nochmal draußen, damit es nicht in der Wohnung so stinkt. Oh nein, oh nein, oh nein. Heißt, ich kann nicht staubsaugen, weil ich keinen Strom habe. Und was mache ich dann? Wie kriege ich das dann sauber? Gibt es einen Besen? Besen? Nein. Okay, Sims, wie kann ich jetzt mein Haus sauber machen, wenn ich abseits des Stromnetzes bin? Damit? Also ich meine, ich kann es ja mal versuchen mit dem Kleinen, ob das möglich ist. Ich hoffe, der andere Staubsauger bringt jetzt was. Aber ansonsten, was machen wir denn da? Kannst du jetzt staubsaugen? Hallo? Ja, aber kannst du jetzt staubsaugen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich google das jetzt. Okay. Ich muss den Staub anscheinend abschalten, weil es gibt keine Möglichkeit abseits des Netzes. Okay. Das wissen wir jetzt für die Challenge. Heißt, wenn ihr das Set habt mit den Wollmäusen, müsst ihr das abschalten. Schade. Ah, gut. Schade, dass Sims das nicht durchdacht hat, ganz ehrlich. Also, hätte doch ein Besen einfach gereicht. Ein Gänseblümchen haben wir bekommen, danke. Können noch nichts geben, weil sie sind verwöhnt. Dann können wir ja mal ein bisschen mit denen reden gleich, nachdem wir das gemacht haben. Shane, wie wäre es mit einer Verabredung? Tut mir leid, jetzt gerade nicht. Aber ich kann mir vorstellen, bald können wir auch mal eine Verabredung machen. Wir müssen ja auch rausfinden, wer unser Lover wird. Das ist ja wichtig. Den allen noch ein Leckerchen geben. Hier. Wir können ja hier auch Eis hinzufügen, weil dann reicht es bis morgen zum Wochenmarkt. Da kann man nämlich hier die Milch und die Eier reintun. Vielleicht singen dem mal ein bisschen was vor. Vielleicht,
Mögen sie das jetzt? Du hast ja ein bisschen trainiert. Ah, sehr gut. Es hat sich gelohnt zu trainieren. Bei Level 2 hat es schon geklappt. Heißt, Level 1 sollte man nicht sein dafür. Aber jetzt hat es funktioniert. Sie mögen das. Guck mal, wie schön das aussieht. Schön. Arbeiten sie auch bitte mit bald? Nein, noch nicht. Dann können wir ja mal versuchen, dieses Kreuzstich musst du hier zu machen. Ich kann wieder Milch sammeln. Sammel mal Milch, bitte. Sehr gut, wieder 6 Flaschen gesammelt. So, hast du das jetzt gemacht? Ach so, ich muss es erst zu ihr bringen, okay. Wir können jetzt auch noch mal zum Wald fahren. Vielleicht finden wir ja da Dinge. Wäre ja nicht schlecht. Jetzt nehmen wir auch ein bisschen mehr. Dann schauen wir mal, ob wir... Ich brauche noch eins, ne? Ja. Und dann muss ich nur noch Tierleckerchen herstellen. Das kriege ich hin. Das ist meine geringste Sorge. Blaubeerenernten, komm her. Schnell. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt nur noch Tierleckerchen. Fahr einfach nach Hause. Dann würde ich sagen, stell mal ein paar Tierleckerchen her. Geschafft! In einer Folge zweimal Fortschritte. Sehr, sehr gut. So, was müssen wir haben? Maximale Beziehung mit einer Kuh, einem Huhn oder einem Lama erreichen, 3 Geschenke von Hasen oder Vögeln erhalten, einen Wettbewerb auf dem Markt von Finchwick in Hanford-on-Bakely gewinnen. Okay, okay, klingt machbar. Wo ist der? Da ist der Fuchs. Toni! Tut mir leid, aber du sollst nicht zu meinen Hühnern. Oh, Eddie muss geputzt werden. Dann auch den Stall. Warum wirfst du den Müll nicht weg? Ein Regenbogenei? What? What? Oh mein Gott! 225? Und stellt euch mal vor, wir verkaufen das dann auf dem Markt. Wie viel Geld es sein wird, ein Regenbogenei. Oh mein Gott, wie witzig. Bei Hühnern, die sehr glücklich sind, besteht die Möglichkeit, dass sie ein Regenbogenei legen. Du kannst eine Henne auch mit dem Leckerchen Regenbogenleckerchen füttern, damit sie beim nächsten Mal ein Regenbogenei legt. Würde dann sagen, damit wir das nicht vergessen für den Markt, hauen wir das schon mal alles, was wir hier haben, ins Inventar. So, wie sehen deine Früchte hier aus? Alle gießen. Und dann bitte alles ernten auch. Können wir auch gut verkaufen auf dem Markt. So, dann geht's auch gleich auf zum Markt. Und ich bin gespannt, wie viel Geld wir verdienen können. Marktinfo zeigen. Und jetzt besuchen wir ihn auch gleich. Yay, sehr gut. Wir haben noch gar keinen Kuchen gebacken. Vielleicht können wir noch einen Kuchen backen, was wir auch einreichen können. Wäre ja schön, wenn wir das gleich für das Bestreben schaffen würden, aber mal gucken. Ich bin mir da nicht so sicher. Wäre jetzt ein Hühnermarkt, dann könnten wir das schaffen mit dem Regenbogenei, aber ansonsten schwierig. Dann lasst mal schauen, was wir hier so einreichen können. Normal. Ich habe zumindest gedacht, dass das vielleicht andere Qualitäten hat. Ja, gehen wir eine Schokobeere rein. Und hier brauchen wir einen Kuchen für. Dann lass uns mal hier einen Kuchen backen. Ich glaube, ich kann nur die Fertig-Brownies machen. So, dann ziehe ich die das mal hier rein. Wie sind denn die geworden? Schlecht. Nee, die können wir nicht einreichen. Oh nein! Nein! Nicht kochen, sondern verkaufen. Nicht, dass wir das vergessen. Wir müssen das gewinnbringend verkaufen. Danke dir. So.
Dann verkaufen wir schon mal ein paar Beeren. So viele brauchen wir nicht. Und vor allem weiße Lama-Wolle. Guckt euch das an, wie viel Geld wir jetzt haben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und vielleicht backst du noch mal Brownies. Vielleicht gewinnen wir dann was. Ja, die beobachten alle, was sie hier macht, ne? So last minute. Wie ist das? Normal. Immerhin normal. So. Kannst du noch mal einreichen hier. Nein, können wir nicht. Oh nein, die Brownies sehen nicht. Nein, da musst du noch was kochen. Schnell! Blaubeerkuchen. Hier, schnell! Endet in einer Stunde. Schaffst du das in einer Stunde? Rede nicht mit denen. Lass dich nicht ablenken. Oh nein, sie schafft das nicht, weil die Leute nerven. Oh no. Für den dritten Platz. Ah, ein kokettes Leckerchen haben wir bekommen. Glückwunsch, deine Pflanze hat den dritten Platz auf dem Markt in Finchwick gewonnen. Bitte sie im Inventar deines Sims und im Haushaltsinventar nach, um deine Pflanze zu finden. Kuhmarkt nächste Woche. Das ist gut. Das ist gut. Den können wir gewinnen. Naja, sie macht jetzt noch den Kuchen hier. Den können wir ja an wen... Wir können den an Shane verschenken. So nach dem Motto, hey, weißt du noch, Valentinstag, das hat mir so gefallen mit dir. Romantisches Geschenk geben. Hier. Bitteschön. Und, was sagt Shane? Oh. Ich schenke ihm noch einmal einen Kuchen. Ich finde, wenn man Kuchen ablehnt, ist man ein schlechter Mensch. Also wirklich. Geschenk geben. Eine Blaubeere. Und dann können wir auch ein Geschenk annehmen. Einhorn-Lama-Kreuzstichmuster haben wir freigeschaltet. Okay. Dann koch mal was Schönes. Mal wieder einen feinen Obstsalat. Und dann Viehstall säubern. Und putzen. Scheren. Ein Leckerchen geben. Wir haben ja jetzt dieses Kokett. Haben wir nicht bekommen? Ach nee, ich habe nur quasi das Rezept bekommen anscheinend. Okay. So. Oh, wird bald ein Küken aus. Oh, sehr schön. Nochmal Eier sammeln. Futter in der Nähe und dann gleich, wenn sie soweit ist, Eier ausbrüten. Oh, oh! Guck dir das an! Ach, wie süß. So, dann würde ich sagen, nutzen wir das Geld, um unser Haus weiter zu bauen. Nee, komm. Nicht an Kleinigkeiten hier aufhängen.
So, ich habe jetzt das Haus ein bisschen umgestaltet. Natürlich funktionieren die Lampen nicht. Ich bin ja auch doof, ne? So, jetzt bin ich fertig, weil ich nicht registriert habe, dass natürlich die Lichter auch ans Stromnetz müssen und die haben natürlich nicht funktioniert. Ansonsten sollte jetzt alles soweit funktionieren. Und unser Haus ist weitaus größer geworden. Wir können es ja auch nochmal sehen. Ich habe auch... Oh Gott. Stimmt, das passt ja auch nicht mehr. Ah! So, jetzt sind wir wirklich fertig. Das Haus sieht schon viel, viel besser aus. Natürlich noch nicht wirklich ansehnlich, aber wir haben so einen kleinen Balkon, den wir noch schön dekorieren können. Und ansonsten, wenn wir halt reingehen, haben wir so ein kleines Wohnzimmer oder so zumindest einen Bereich für das Wohnzimmer, eine Küche, das Bad und das abgetrennte Schlafzimmer. Finde ich schon schön. Wir können ja die Mülltonne sonst nochmal hier hinten... Ach, egal. Genau, aber da haben wir heute echt gute Fortschritte schon gemacht. Also alleine natürlich, dass wir jetzt schon das Haus haben, aber ansonsten auch im Bestreben haben wir uns gut getan. Wir haben zwei Ziele schon erreicht und jetzt brauchen wir, ich denke mal, das letzte noch. Ja, das letzte haben wir jetzt noch vor uns. Und ja, dementsprechend mal gucken. Ich denke mal, nächste Woche werden wir es nicht schaffen, aber vielleicht die Woche danach. Mir hat es super viel Spaß gemacht und wenn es euch ebenso viel Spaß gemacht hat, lasst doch gerne ein Like da und lasst gerne mich in den Kommentaren wissen, wie lange ihr schätzt, dass ich noch brauche für dieses Bestreben. Ich bin gespannt, ich denke, 2 Folgen noch. Und dann kommt die große Hochzeit mit einem Stardew Valley Charakter. Ich freue mich schon drauf, also vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.